Eine Ware. Okay, ich kriege gerade einen Tipp, wie das funktioniert. Okay, ich brauche die gelbe Energie voll. Ja? Ich will den roten. Es steht natürlich in der Questbeschreibung. Das ist mein größtes Problem, glaube ich, in MMOs, in die Questbeschreibung lese. Ja. Okay, und der Levelunterschied macht das aus. Es ist doch egal, ich bin Level 10, ich bin immer, das schaffe ich. So, aber der ist ziemlich tot. Wie schaut es bei dem aus? Der ist Level 9. Level 9. Level 9 ist super. Ja, dann muss der herhalten. Ja. Aber ich kann da nichts irgendwie steuern, gell? Ah, der Levelunterschied macht zu viel aus. Okay. Das heißt, der verbraucht sozusagen meine gelbe Energie. Das sind Schweine. Jetzt kann ich diesen schönen Drachen noch nicht töten, ja? Das funktioniert nicht. Ah. Also doch, wie ist die? Okay. Stirbt da, Mistvieh. Das erklärt auch, wieso der Grüne mich vorher die ganze Zeit abgeworfen hat. Ich hätte gern so einen roten Fleck strecken können. Gut, wir warten jetzt mal, bis die gelbe Energie voll ist. Sonst ist das ja doof. Sonst wird das nämlich in 100 Jahren nicht funktionieren, wenn der mich gleich abwirft. Und dann mit WASD immer wie ich bin, werde ich das machen. Ja, Levelunterschied Wayne. Ja, wir wollen einen coolen Drachen. Ja. So, da können wir übrigens schauen. Also ihr seht auch hier oben ganz normal so eine Friend System und Crafting. Oh, Crafting, cool. Kann ich zwar nichts machen, aber finde ich cool. Also dürfte auch ein direktes Crafting sein, so wie das ausschaut. Ja. Ah, Quality Chance. Kann man anscheinend auch durch etwas erhöhen. Questlock, Equipment, Skills, Bags, Dragon Stable, ja. Das ist natürlich dann euer Drachenstall. So, und jetzt, genau, und wichtig, das sieht man bei dem hier, dem netten Menschen, der läuft der Drache daneben her. Das heißt, man muss den nicht nur auf dem Drachen reiten, sondern man kann den auch dazu verwenden, dass sie einem helfen. So, meine gelbe Energie ist voll. Ja. Jetzt gibt es den Drachen. Schaffe ich das. Ich sehe das durchaus positiv. Ja. Da ist er. Das ist mein Drache. Ja. Nicht den Typen an, das könntest du doch nicht machen. Wieso schießt er den denn an? Ah, dahin. Spawn. Okay, wie ist die? Also, wir machen das. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Oh Gott, oh Gott. Komm rauf da. Ja. Nein, nach links. Runter. Ihr müsst das klicken, deswegen hat das vorher nicht funktioniert. Rauf, du bist eine Mist. Nein, ich will nicht wieder abgeworfen werden. Ich werde wieder abgeworfen, ich halte es nicht aus. Okay, Levelunterschied zu groß. Wir brauchen einen Level 7 Drachen. Also, wir stehen fest oder wir müssen Level 10 werden. Ah, cool, ich habe den resettet. Ja. Gut, da ist schon wieder der rote. Ach, ich hätte den roten so gern. Okay, wir müssen Level 10 werden vorher. So viel steht fest. Ich brauche einen roten Drachen. Irgendwie habe ich die ein höheres Level als ich da. So. Gut, nachdem es eben mehrere Drachen gibt, muss man ja die. Hole ich mir jetzt in so einen kleinen. Ich hoffe, dass die dort Level 7 sind.
hätte viel Potenzial für mich runterzufallen. Ich brauche definitiv so einen Drachen, der ist ja viel schneller als ich, der Typ. Geht ja gar nicht. So, wie schaut's denn da mit der Level. Ja, ne, der Mind Red ist Level 6. Ich will nicht auf einer Mind Red reiten. Oh, da wäre. Bitte, 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 bitte. Nein! Vor meiner Nase. No Drakes for me. Da hinten ist vorher einer gestanden. Kann ich auf den aufsteigen? Ich weiß nicht, das müsste Flo beantworten, ob es in dem Spiel Aufzüge gibt. Potenziale, der potenzielle Todesfall. Nein! Mit dem Drache weg. Ich hasse mich. Ja, der ist auch runtergefallen, das hat er davon. Das weiß mein Drache, wa? Nicht so, dass jeder auf die Drachen wartet. Ne? Okay, da ist die Respawn-Rate am Anfang einfach zu gering. Da muss die Respawn-Rate höher sein. Na, wo bist du, mein kleiner Drache? Ach, ich hätte so gerne einen Drachen. Drachen, einen Drachen. Die haben sie da umgebracht wahrscheinlich. Ja. You cannot own this monster. Zu viele Spiele auf zu wenig. Ja, das sind zwei Teile. Einfach beide runterladen beim Client in irgendein Verzeichnis hinein und dann geht das. Dann Setup drücken und das war's. Also Installation ist ganz, ganz, ganz leicht. Ah. Achso, das ist ein kleiner von dem. Puh. Ich hab mich schon so gefreut, aber dachte, jetzt habe ich eh nicht mehr einen Drachen. Ah, Drache! Komm her! So, okay. Das ist nicht leicht, möchte ich an der Stelle sagen. Nein, ich schaff das hier wieder nicht, sag ich euch. Komm, 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 nein. Alter. Hab ich's jetzt? Ja, Gott sei Dank. Ha, ich hab einen Drachen. Ich hab einen Drachen. Ich hab Halsschmerzen. Oh, schön, man mountet nicht ab. Best of Game. So, jetzt endlich ist es soweit. Ich habe einen Drachen. Ja? Oh, jetzt habe ich einen Drachen. Ja, genau. So kann man rufen. Ah, ja, genau. Mit Tab bin ich. Ja, genau. Genau. Und da kann ich ihn auch neben mir herlaufen lassen. Dann kämpft er für mich. Also, er haut einfach ab.
Okay. So, was muss ich jetzt machen? Ah, da hinten werde ich den Quest abgeben müssen. Damn! Also ihr seht, einen Drachen zu zähmen, der über eurem Level ist, würde ich mal nicht probieren. Ja, also das ist schwer bis unmöglich, glaube ich. Nein, das Empackte habe ich in den Ordner reingeschoben und einfach die Setup-Exe gestartet. Also, dann hat das funktioniert. Ah, okay. Okay, da kann ich dir das in einen Saat Dragon Lair hineintun. Ja, ich höre jetzt nicht. Will ja meine kleine Miezekatze neben mir laufen haben, ja? Nein, du kannst sie in denselben Ordner dann installieren, also ich hab sie in denselben Ordner installiert. So, wir werden schauen, dass wir zumindest auf Level 10 hochkommen, weil ich würde diesen gern versuchen, so einen roten zu zähmen. Was muss ich machen? Kill the Dragon Manipulator. Wo immer der Typ ist. Ah, das könnte hier sein. Ja, es ist nicht so groß, das geht ohne Schwierigkeiten. Ich habe leider gerade noch ein paar Sachen nicht gefunden, muss ich sagen. Oh, bin ich an Quests vorbeigelaufen. Weil die nicht markiert sind auf der Map. Ja, und ich natürlich keine Questtexte durchlöse. Ah, da ist. Na bitte. Missing Scrolls 054. Ja, vielleicht ist er. Ah, sehr gut. Gut. Plated Long Tooth Dragon. Was sind die Dicken da? Sind jetzt geedet? Ja, habe ich natürlich. Aua, 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 aua. Kämpf gegen sie, kleiner Drache, kämpf gegen sie. Okay, wenn ich die Typen kite, ist mein kleiner Drache relativ nutzlos. Na, no, nicht noch einen jeden. Na, okay. Ich spiele sie auf jeden Fall aktiv als WoW. WoW ist die typische Tab 1 zu 3 und Tab 1 zu 3, Tab 1 zu 3 Geschichte. Da ist das definitiv deutlich aktiver. Ich muss natürlich sagen, WoW ist stimmiger. Ja, das ist auch sicherlich klar. Oh, Crafting Materials. WoW ist sicher etwas stimmiger in sich. Wo ist jetzt mein kleines Mistfien? Komm her. Was jetzt aber auch nicht großartig verwunderlich ist und ich nicht so dramatisch empfinde. Ja. Wir werden am Schluss auch keinen Spaß mehr gemacht, also von daher ist das so eine Sache mit dem Vergleich zwischen den Spielen. Ja.